Moin, hallo und willkommen zurück zu Staxel. Ich bin hier immer noch am Rumwuseln. Schon ein bisschen spät teilweise. Aber naja. So, Maya, ne? Du brauchst mehr Futter. Okay, habe ich dabei. Kriegst du gleich. So. Bitteschön. Ich war, Maya. Kommst nicht raus? Na gut, dann bleib erstmal drinne. Jetzt muss ich bei euch nochmal gucken. Braucht ihr noch Futter? Bei ihr beiden. Ja, ne? Ihr habt noch Futter da? Okay. Dann, gibt's erstmal wieder Milch. Dankeschön. Später. So. Okay. Jetzt muss ich. Was mache ich denn? Holz? Das sind Holzblöcke. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich nur Holzblöcke brauche oder brauche ich noch mehr. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich die setzen soll. Eigentlich müssten die ja ins Wasser gesetzt werden, ne? Oder übers Wasser gesetzt werden? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. 10 Holz. Okay, wir setzen jetzt einfach mal Holz dahin. Gucken, was passiert. Wenn ich den hier so hinsetze. Zählt das? Ja, zählt. Okay. So. Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich zugeben. Ich muss nochmal ein Stück zurück. Das gefällt mir nämlich so noch nicht. Kann ich da noch platzieren? Doch, das geht. Dann muss ich dich hier nochmal wegnehmen, leider. Eine Axt brauche ich, um das wegzumachen. Okay. Hier brauche ich interessanterweise eine Axt. Okay, jetzt habe ich das kaputt gemacht und das war, glaube ich, keine so gute Idee. Jupp, das war keine so gute Idee. Jetzt fehlen mir noch Blöcke, ne? Einer fehlt mir. Ich muss immer einen Holzblock besorgen. Das gibt's doch nicht. Gucken wir mal. Ich weiß noch nicht, ob der im Wasser jetzt irgendwo noch war oder so, aber wenn ich den mit der Axt weggemacht habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich den kaputt gemacht habe. Hui. So. Ich habe da noch Holz zu Hause, oder? Musst du noch Holz zu Hause geben hier. Ich habe einen Erdblock. Ich habe echt keinen Holzblock. Ernsthaft? Das darf doch nicht wahr sein. Muss ich echt nochmal zu Alisa gehen? Wobei, nee, warte mal. Ich habe doch Holzblöcke gelernt, oder? Warte mal. Dunkler Holzplankenboden, Pfosten. Holzzaun, leerer Trug, leichter Holzplankenblock, weißer Holzplankenblock. Was habe ich denn gelernt? Ich habe doch braunen Block gelernt. Nanu. Pflasterstein und Ziegel. Oh je, da gibt es noch viel zu lernen, fürchte ich. Ja. Glattes Bauholz, dunkler Holzplankenboden habe ich hier nur. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde es gerade nicht. Das ist ja doof. Ich hoffe, ich muss nicht dafür so viel bezahlen, weil ich habe nur. Ach, Alisa kommt auch gerade erst. Ist ja noch früh am Morgen. Morgen, Alisa. Wenn du schön hier bist, kauf auch was. Wenn du schon hier bist, kauf auch was. Ich habe keine Zeit für Bummler. Ja, ich kaufe ja schon was. Ich kaufe doch schon was. Ich brauche nochmal Holzblöcke. Dankeschön. Mach's gut. So, jetzt muss ich doch einen Block da nochmal einsetzen, weil ich den anderen verbummelt habe. Dann habe ich aber zumindest die Anglerstelle schon mal fertig für Ria. Ich hoffe, Ria freut sich. Allerdings ist da noch kein Weg dahin, ne? Ich frage mich, ob er da noch einen Weg machen kann. Dann straßenmäßig oder so? Ich weiß es nicht genau. Müsste man auf jeden Fall noch was machen.
So. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, muss ich zugeben, aber was soll's. Erstmal für den Anfang. Herausforderung abgeschlossen. Okay, alles komplett. Ist alles da? Kann man hier hingehen? Kann man so ein bisschen angeln? Okay. Müsste okay sein. Ist jetzt nicht spektakulär, aber was soll's. Ich muss das später mal vernünftig machen hier. Dann muss ich das ein bisschen weiter mit Holz noch ausbauen, dass man das hier vernünftig draufstellen kann. Dann sieht das auch besser aus. Und dann kommt da noch ein Zaun drumherum, damit es auch noch ein bisschen schicker aussieht. Aber das kommt dann später. Erstmal zweckmäßig, dann kann ich Ria jetzt Bescheid sagen. Da ist Ria schon unterwegs. Bist du auf dem Weg hierhin? Hey Ria. Ja, Aliel. Auf einmal gibt es hier einen großartigen Angelplatz. Ich bin so gerührt. Ich werde dir meine alte Angel geben. Sie ist zwar schon etwas abgenutzt, aber sie funktioniert immer noch einwandfrei. Leist mir mal ab und an Gesellschaft, ja? Du kannst alle möglichen leckeren Fische fangen. Sprich mich ab und zu mal an und ich bringe dir bei, was ich kann. Alles klar. Ich danke dir, Ria. Oh je. Weißt du, was ich wirklich dringend brauche? Goldener Schneestaubkoi. Weißt du, wo ich sowas herbekommen könnte? Ich habe keine Ahnung. Das könnte ich für dich besorgen. Viel Glück bei der Suche. Ich versuch's mal zu besorgen. Oh, wirklich? Vielen, vielen Dank. Bitte bring das so schnell wie möglich zu mir. Weißer Schneestaubkoi? Was? Aufträge. Nee, warte mal, J. Abholfrage, Ria. Goldener Schneestaubkoi. Läuft am 6. im Sommer ab. Das heißt bis morgen. Ein Koi? Ist der nicht irgendwo zum Angeln da? Ich habe aber keine Ahnung vom Angeln. Wo ist Ria denn jetzt schon abgeblieben? Bist du hier beim Angelplatz? Ria ist verschwunden. Werfen. Das ist aber noch nicht komplett, glaube ich, oder? Ein Werkzeug, um Fische zu fangen. Ich bin verwirrt. Ah, okay, ich muss mich gedrückt halten. Okay. Interessant. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ach so, ich muss hier 4 drücken. Okay, ich bin ja auch ein Dalmer. Ach ja, da bist du ja. Ich muss Tastenkombinationen drücken hier, glaube ich. Was ist im Haken? 3, 1, 2, 4, 1, 3, 3, 4. Ja! Ich habe einen Frosch gefangen. Erfolg freigeschaltet. Fange einen Fisch. Okay. Und Ria angelt einfach so im See. Alles klar. Ich wusste ja gar nicht, dass ich hier noch Quick-Events. Oh Mann. 3, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 2. Ein Goldfisch. Das hilft mir leider nicht weiter. Ich brauche einen komischen, weiß ich nicht. Ich würde hier gerne helfen, aber ich habe leider keine Ahnung vom Angeln hier. Okay, das ist mit der KI noch ein bisschen schwierig, weil es nicht genau weiß, weil sie nicht genau weiß, wo sie angeln muss. 1 und 4. Und 4 und 1 und 1 und 3 und 4 und 1 und schon habe ich's. Plastikringe, wow. Ich wollte schon mal Plastikringe angeln.
dass ich das ein bisschen länger gedrückt halten muss, finde ich interessant, muss ich zugeben. Finde ich interessant. So, 3 und 3 und 1 und 4 und 3 und 2 und 1 und 2 und habe ich. Neonfisch, okay. Ein Koi. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich einen Koi fangen kann. Da habe ich mir das aufgehalten. Ich habe nur bis morgen Zeit. Okay. Zack und zack. Und 4 und 2 und 2 und 2 und 4 und 4. Ein glotzäugiger Goldfisch. Was zum Geier ist ein glotzäugiger Goldfisch? Gehst du wieder rüber? Ne, du angelst jetzt. Okay, du angelst in der Luft. Okay. Zwei und zwei. Und vier und drei. Ich weiß gar nicht, was man hier alles fangen kann. Eine Kaulquappe. Mhm. Ich muss also in Sichtweite fischen. Okay, das heißt, das Feld muss ich markieren. Haben wir wieder was gelernt. Jetzt angle ich mit Ria zusammen hier. Nego Girls am Angeln, alles klar. Mit Quicktime-Event. Das ist bestimmt, je krasser der Fisch, desto krasser werden wahrscheinlich auch die Quicktime-Events oder so. Ein Abfallzweig. Wow. Komm, ich komm mal zu dir, Ria. Wir angeln mal zusammen, oder? Jetzt angelst du da unten im Wasser, okay. Wo schon Ria, hm? So. 4 und 2 und 4 und 3 und 4 und 2 und schon habe ich es geangelt. Und ich habe eine Alge. Ich kriege irgendwie nicht das, was ich haben, was du brauchst. Bitte bring mir goldener Schneestaubkoi, wann immer du kannst. Alles klar, ich arbeite dran. Ich versuche den rauszufinden. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Ein Frosch habe ich geangelt hier, okay. Und ein bisschen Müll. Und einen Goldfisch habe ich. Ich brauche aber einen Koi. Kann ich vielleicht bei mir im Dingens angeln? Das will ich mal gerne ausprobieren. Das wäre natürlich lustig, wenn er direkt bei mir wäre, ne? Kann ich aber nicht genau sagen. Weil da habe ich auch einen kleinen Teich, aber es ist jetzt nicht wirklich zum Angeln gedacht. Schneestaubkoi? Nee, warte mal, Schneestaub? Da hinten ist ein Berg voll mit Schnee. Da habe ich einen Angelplatz hingebastelt. Da wäre auch die Möglichkeit gewesen, einen Angelplatz hinzubauen, okay. Ich würde pauschal behaupten, Schneestaubkoi könnte da drüben sein. Schnell, schnell, schnell. Aber dann müsste ich den halt auch angeln da, ne? Das ist halt das Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich die Blumen gegossen jetzt. Ich muss nochmal zurück in die Blumen gießen gerade, wenn ich die nicht gegossen... Ernte. Schneller. Ich will das nämlich nicht vergessen. Jetzt muss ich nämlich wieder so lange warten. Das gibt nämlich wieder dann... Probleme. Nicht wahr? So, ich kann also nicht durch die großen Blüten hier durchgießen, okay? Du bist auch größer langsam, ja. So, jetzt wird es langsam wieder dunkel, das ist ein Problem. Ich versuche da hinten schon mal schnell hinzukommen. Ich fürchte aber, das wird nichts. Schneestaubkoi. Ich werde am besten gleich mal den Kartenblick anwenden hier. Das wäre das Sicherste. Wenn ich nämlich nichts finde, brauche ich nämlich gar nicht weiter gucken. Fliegen sind hier ohne Ende krass.
Da ist aber kein, kein See in der Nähe, ne? Da links noch. Da. Aber da so sehe ich jetzt nichts. Ich versuche mal gerade zu gucken, hier noch was zu finden. Schneestaubkeule würde ich ja pauschal behaupten, müsste hier irgendwo sein, wenn dann. Wenn ich den angeln kann, das weiß ich auch nicht. Da ist nichts, ne? Da ist ein See. Ist das ein See? Das ist ein See. Komm schon. Bring mir Glück. Hier sind keine Fische. Ach, hier kann ich also nicht angeln. Okay. Ne, dann... weiß ich auch nicht. Wenn in den kleinen Teichen nichts ist. Dann gehe ich mal zurück zu mir. Und gucke da nochmal nach. Wenn ich da nichts angeln kann, dann kann ich Ria leider nicht helfen. Das ist schade. Kommst du schon mit einer Aufgabe an? Ich würde das gerne schaffen, aber ich habe leider keine Ahnung. Das ist ein bisschen ärgerlich. Lisa liest noch ein Buch, okay. Bürgermeister ist auch im Weg nach Hause und Oskar ist noch auf Patrouille. Und Ria kommt gerade wieder nach Hause. Gute Nacht, Ria. Ja, da müsste man auch noch so einen Gehweg hinmachen. Das wäre ganz cool, muss ich zugeben. Ich weiß ja nicht genau, ob das dann als Gehweg erkannt wird. Kann ich hier noch angeln hinterm Haus? Wie bitteschön habt ihr das da rausgeschafft? Ich kann hier tatsächlich angeln beim See, okay? Wie bitteschön habt ihr das da rausgeschafft? 2, 2, 4, 3, 1, 3. Eine Abfallmuschel, großartig. Ich krieg hier schon wieder die Krise, Mann. Wie bist du da durchgekommen, hm? Mabel, hä? Wie hast du das schon geschafft? Ach, du schläfst jetzt, ne? Ja, gut. Ich frage einfach nicht. Und ist der Zaun vielleicht einfach zu niedrig? Ich bin mir nicht sicher. Na gut, es gehen alle schlafen. Bist du da, Maya? Ja, ne? Okay, lass uns schlafen gehen. Oh, Regenwetter, großartig. Es ist Regen. Na, Maya. Oh, du bist hungrig? Okay, da kümmere ich mich nochmal drum. Aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute, bis dahin. Ciao.